Heute ist ein ungewöhnliches Phänomen zu beobachten. Wir sehen leicht steigende Aktienmärkte, vor allem beim S&P 500. Und dennoch steigt der VIX, das Volatilitätsbarometer VIX, sehr, sehr deutlich. Ungewöhnlich, denn normalerweise heißt steigender S&P 500 fallender VIX, also fallende Volatilität und umgekehrt. Aber heute ist offenkundig ein Tag, an dem viele das Bedürfnis haben, sich abzusichern, sich in irgendeiner Form auf einen Tsunami vorzubereiten. Sollte dieser Tsunami für die Aktienmärkte nach unten führen, aufgrund etwa der morgigen US-Inflationsdaten oder weil die Fed irgendetwas macht, was den Märkten nicht schmeckt, das werden wir sehen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was ist eigentlich der VIX? Der VIX ist also ein künstlicher Index, der letztendlich errechnet wird. Den kann man an sich nicht handeln, sondern nur als Derivat, und der spiegelt letztendlich das wieder, was Indexoptionen auf den S&P 500 einpreisen, und zwar wie groß die Schwankungsbreite innerhalb der nächsten 30 Tage sein wird. Komplizierte Geschichte, aber es ist praktisch ein Barometer für Angst, für Volatilitätserwartung, und deswegen eben normalerweise, wenn wenig Angst ist, steigen die Aktienmärkte, wenn viel Angst ist, fallen die Aktienmärkte, und dementsprechend steigen da S&P 500 fallende VIX und umgekehrt. Und das ist wirklich heute auffällig. Wir sehen etwa den S&P 500 so ein halbes Prozent im Plus, andere Indizes auch im Plus, der Dow Jones etwas deutlicher im Plus, aber dennoch der VIX an und bei 7% im Plus. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Sven Henrik titelt hier, die Dinge sind so bullisch, dass selbst der VIX eine Rallye absolviert. Es sind morgen die Inflationsdaten, Mittwoch die Fed-Entscheidung, dann die Pressekonferenz, dann haben wir die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag, wir haben Freitag Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und dann eben dieser 3,7 Billionen schwere große Verfall, den wir sehen werden. Also da haben manche dann ein bisschen Sorge. Schauen wir uns mal an, was eigentlich die Märkte erwartet hatten. Ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt, aber sie sprechen das, was ich als gelbe Linie sehe in diesem Chart. Das ist die Erwartung der Märkte vor genau einem Jahr. Und da sieht man einen relativ flachen Anstieg der Zinsen. Faktisch ist dieser Zinsanstieg geradezu senkrecht nach oben gegangen. Hier sehen wir, wie sich die Märkte den weiteren Verlauf vorstellen. Noch ein bisschen nach oben. Und dann einigermaßen zeitnah im nächsten Jahr die Senkung der Zinsen durch die Fed. Was ist jetzt wichtig? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Sie schon mal im Hinterkopf speichern sollten. Die Fed wird auf ihrer Dezember-Sitzung, das passiert einmal im Quartal, also einmal vierteljährlich, ihre sogenannten Projections geben, also ihre Projektionen in Sachen Wirtschaftsentwicklung, wo geht es dahin, in Sachen Inflationsentwicklung, wo geht es dahin, und mit den sogenannten Dot-Plots die Erwartungen der Fed-Mitglieder, wo sich der Leitzins hin entwickeln wird. Und da werden die Märkte besonders eben auf die sogenannte Terminal Rate achten, also auf den Punkt, wo man seitens der Fed erwartet, mit den Zinsanhebungen fertig zu sein, also wo praktisch der Hochpunkt der Zinsen sein wird. Und Goldman Sachs sagt, naja, also wir erwarten, dass die Dotplots zeigen, dass die Fed einen Zins von 5 bis 5,25 Prozent in der Spitze erwartet. Das würde ihren Erwartungen entsprechen, so sagen die Goldman Sachser. Wir haben hier dann auch Aussagen von Mohamed El Erdian, 50 Basispunkte Anhebung, glaube ich, relativ sicher. Und dann wird man eben darauf achten, was wird da genau gesagt. Wird man möglicherweise die Erwartungen für die Wirtschaft nach unten nehmen? Man wird wahrscheinlich, sagt Mohamed El Erdian, vermeiden, zu genaue Aussagen etwa über den Februar zu machen. Aber die entscheidende Frage ist, ob die wirtschaftlichen Voraussagen, die Prognosen der Fed, irgendwann mal etwas realistischer werden. Bisher, so meinte El Erdian, war das nicht wirklich der Fall. Und aufgrund dieser, naja, vergleichsweise unsicheren Prognoselage, ja, wo geht es denn eigentlich hin mit der Wirtschaft? Kommt die Rezession oder nicht? Wenn ja, wie stark wird sie sein? Ist wohl auch innerhalb der Fed eine Art Lagerbildung erkennbar. Das sagt das Mauspiece der Fed, Nick Timiraos, der hier sagt, ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Dann gibt es verschiedene Lager, da gibt es verschiedene Ansichten über Inflation, über die Lohnsteigerungen. Wir haben ja bei den US-Arbeitsmarktdaten zuletzt gesehen, dass die Löhne doch relativ deutlich gestiegen sind. Also die Fed ist an sich gespalten. Wir wissen, dass die den US-Demokraten nahestehenden
Fed-Mitglieder wie Brainard wohl jetzt gerne langsamer machen würden oder vielleicht die Zinsen gar nicht mehr anheben möchten. Aber Jerome Powell ist ein Hawk inzwischen, der ist im hawkischen Lager und Powell ist die entscheidende Figur. Hier rechts sehen wir mal, wie lange es gedauert hat, wie bis dann zwischen der Peak Rate und den ersten Zinssenkungen durchschnittlich 11 Monate, also wenn die Fed aufhört, die Zinsen anzuheben und dann die erste Senkung kommt, dauert normal 11 Monate. Jetzt sind natürlich die Märkte angesichts dieser Monsterwoche, könnte man sagen, sehr stark auf jetzt diese Daten fokussiert. Aber es gibt hier Morgan Stanley und Goldman Sachs, die sagen, naja, schön und gut, das ist natürlich wichtig jetzt im kurzen Zeitfenster, aber übergeordnet wichtig ist eben die Frage, wie schaut es denn mit der Wirtschaft aus? Ist wirklich die entscheidende Frage, nämlich wie die Earnings aussehen werden, also wie es mit den Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen aussehen. Und da sagen beide Großbanken, ja, da ist zu viel Optimismus noch drin, die Gewinnerwartungen sind viel, viel zu hoch. Immerhin haben wir so ein bisschen mentale Erleichterung heute erfahren durch die New York Fed Inflation Expectations. Die werden einmal im Monat veröffentlicht und hier sind die Einjahresinflationserwartungen deutlich gefallen um 0,7% auf jetzt nur noch 5,2%. Also im kurzen Zeitfenster erwarten die Amerikaner etwas weniger Inflation. Man reagiert damit natürlich auf Tankstellenpreise und diese Dinge, die den Leuten irgendwie besonders logisch erscheinen. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, Morgan Stanley's Mike Wilson, der ja so super gelegen hat in diesem Jahr, im Prinzip den Markt perfekt gespielt hat, der hat einen Indikator entwickelt, einen Frühindikator für Earnings, also für die Gewinne und Umsätze der Unternehmen, und der sagt, das ist im freien Fall und wir sind lange Jahre, sagt er, nicht mehr so weit von der Realität entfernt gewesen, was eben die Situation der Unternehmen angeht, also deren Gewinn- und Umsatzsituation. Dementsprechend erwartet er eben dann im ersten Quartal nochmal einen Rücksetzer des S&P 500 auf 3000 bis 3300 Punkte. Das wären also fast von jetzt an zwischen 700 und 1000 Punkten. Das ist eine Menge Holz. Und hier gibt es andere Analysten wie Emmanuel von Evercore, der sagt, also der Boden ist nicht drin, da wird noch einiges abzuarbeiten sein. Und schließt sich also tendenziell der Auffassung von Mike Wilson an. Auf der anderen Seite sehen wir dann JP Morgan, die sagen, naja, wenn morgen die Inflationsdaten unter 6,9, bei 6,9% statt 7,3 erwartet, das ist die Konsenserwartung, bei den letzten Zahlen waren wir bei 7,7%, jetzt morgen die Erwartung 7,3%, wenn also die Zahl bei 6,9 oder drunter reinkommen würde, dann könnte das praktisch schon das Ende des Bärenmarktes bedeuten, dann könnten wir nochmal 8-10% steigen im S&P 500. Und selbst wenn das so wäre, wir können ja durchaus die Situation haben, dass die Inflation morgen niedriger ist, die Märkte hausieren, die Fed ist dann wieder so ein bisschen gemixt im Statement. Ja, ja, mal gucken, mal sehen, mal gucken, was da auf uns zukommt. Die Märkte weiter positiv und dann kommt Jerome Powell und haut mal wieder einen drauf in der Pressekonferenz. Möglich wäre es, ein denkbares Szenario. Möglich also, dass wir dann vielleicht nochmal jetzt dann nach oben gehen, wieder deutlich über diese Marke steigen von 4100 Punkten, wo wir kürzlich ja getoppt hatten. Alle wieder bullisch werden, das ist ja das bekannte Muster in Bärenmärkten, dann werden wieder alle euphorisch und bullisch und sagen, siehst du, Bärenmarkt ist vorbei. Denkbares Szenario, wie gesagt, wir werden sehen. Der WIX deutet darauf hin, dass da schon ein gewisser Respekt vor den Zahlen da ist und vor den Fed-Entscheidungen da ist. Jetzt sehen wir auch, wenn wir mal auf die Anleihemärkte blicken, die ja schon lange eine Rezession voraussagen, dass 75% der Zinskurven in den USA invertiert sind und ab einem solchen Niveau, wenn also praktisch 3/4 der Zinskurven invertiert sind, also die länger laufenden Anleihen weniger rentieren als die kürzer laufenden Anleihen, was ungewöhnlich, was unlogisch an sich ist und nur erklärbar ist dadurch, dass man eben davon ausgeht, naja, die Fed wird die Zinsen jetzt noch weiter anheben, nicht senken, aber dann wird sie dann absehbar senken müssen, weil die Wirtschaft eben nach unten geht. Jedenfalls sehen wir, dass dann eine Rezession eigentlich immer passiert ist, also wenn Geschichte in irgendeiner Form ein Leitfaden ist, dann sollte man das wohl auch annehmen. Hier sehen wir mal ein Meme über Dinosaurier, die hier diesen Meteoriteneinschlag verfolgen. Dann sagt einer, ja, das sieht ziemlich schlecht aus. Und der andere sagt, nee, entspann dich, ist alles schon eingepreist. Das könnte man letztendlich auch die Frage Inflation
überstülpen, oder man könnte das übertragen auf diese ganze Inflationsgeschichte. Wenn wir heute mal sehen, was in anderen Bereichen passiert ist, etwa im Kryptobereich, jetzt versuchen offenkundig die Behörden in den USA Binance mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Also auch eine Kryptobörse, nämlich jene Kryptobörse, dessen Chef letztendlich den Stein ins Rollen gebracht hat mit FTX, mit einem Tweet, der letztendlich dann die Turbulenzen auslöste, die zur Pleite der Kryptobörse FTX geführt haben. Apropos FTX, Sam Bankman-Fried hat jetzt überraschenderweise gesagt, nö, er wird also nicht zu einer Anhörung kommen im Senat, da wird er sich nicht in die USA begeben, der sitzt ja auf den Bahamas. Es ist jetzt 30 Tage her, also ein Monat her, dass FTX pleite gegangen ist. Nach wie vor fehlt jede Spur von dem Geld, beziehungsweise hat noch kein Anleger irgendeine Chance gehabt, Auskunft darüber zu bekommen, ob oder wann er etwas wiedersehen könnte. Das ist das Erste. Und zweitens ist noch niemand verhaftet worden. Das ist schon ein ganzer Monat her und jetzt geht man plötzlich auf Binance los. Das ist schon eine etwas seltsame Geschichte, muss man sagen. Und eine Krypto-Anhängerin ist ja auch meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die jetzt weiter auch Coinbase-Aktien kauft, obwohl die schon 90% unter ihrem Allzeithoch sind. Heute auch wieder schwach Tesla. Da geht es 4-5% nach unten. Und hier ein Artikel im Wall Street Journal, der sagt, also langsam verlieren die Investoren in ihrem ARK das Vertrauen und sagen, was machst du da eigentlich? Aber natürlich, wenn du 70-80% deines Börsenwerts verloren hast oder deines Fondswertes verloren hast, das kriegst du nicht wieder aufgeholt. Dementsprechend dürfte Cathy Wood früher oder später wohl aufgeben müssen, so meine Vermutung. Vielleicht ist sie die Erste, die wirklich dann mit einer spektakulären Pleite über den Jordan geht. Wenn wir uns jetzt zum Geopolitischen zuwenden, Putin hat die normal jährlich stattfindende, im Dezember stattfindende, ausführliche Pressekonferenz, die dann auch im russischen Fernsehen übertragen wird, abgesagt. Es gibt Berichte, wonach das Pentagon, also die amerikanische Verteidigungsbehörde, still und heimlich jetzt duldet, dass die Ukrainer mit Drohnen eben doch auch in Russland angreifen, etwa Militärstützpunkte etc. Gleichzeitig wird jetzt bekannt, dass Japan und wohl auch die Niederlande ebenfalls Chip-Exporte einschränken wollen nach China. Das wird also immer schwieriger, denn gerade Holland ist hier ein wichtiger Exporteur mit bestimmten Chips. Ich glaube ASML heißt die Firma, wenn ich mich richtig, oder AMSL oder AS, wie auch immer. Sie wissen, was ich meine. Jedenfalls ist das auch wieder eine weitere leichte Eskalation der Situation. China wiederum hat gesagt, ja, das hatte durchaus negative Folgewirkungen für unsere Wirtschaft und hat jetzt nochmal dann bei der WTO eine Klage eingereicht. Kommen wir mal hier nach Deutschland oder ganz allgemein zum Immobilienmarkt auch in Deutschland. Das Baugewerbe trägt etwa 6% zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Das ist also eine Menge Holz. Der Anteil, der für Bauten verwendet wird, ist sogar doppelt so hoch bei 11,6%. Und wir sehen geradezu einen Kollaps bei Wohnneubauten. Wir sehen, dass viele, viele Leute ihre Dinge, ihre Aufträge stornieren wollen, also absagen wollen, eben weil die Zinsen so stark gestiegen sind. Das sehen wir auch in den USA, hier rechte Grafik. Und da ist Texas ganz vorne dabei, der Nordwesten ist dabei, der Südwesten dabei. Da sehen wir teilweise Stornierungsraten von 40-50%, also jeder zweite teilweise, der seine Immobilie doch nicht mehr erwerben will. Das sind schon herbe Zahlen. Wir sehen den Immobilienmarkt in Schweden im freien Fall. Und in Schweden sind ja sehr viele Kredite, Hypothekenkredite, flexibel verzinst. Jetzt kann man sagen, so hat ein Kommentator dann gesagt, ja, dann fallen halt die Preise auf das Niveau, wo sie vor einem oder vor drei Jahren waren. Ja, ganz richtig, vielleicht nominal, aber faktisch sind die so derartig gehebelt, dass ein solcher schneller Preisverfall die aus der Kurve hauen wird. Also da geht es um mehr als nur eben das nominale Preisniveau, sondern es ist auch die Geschwindigkeit der Preisveränderung, die hier passiert. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese ganze Energiethematik kommen, sagt der Sheridan Blokland, ein Skandinavier, also findet es komisch und irreführend, dass man seitens der Politik jetzt vor allem den Ukraine-Krieg für die Preissteigerungen verantwortlich macht. Das aber sei nicht der Fall und vor allem eines, was Gabor Steingart heute, glaube ich, in seinem Morning Briefing sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat.
Er spricht hier von Klimahochstaplern und meint damit Leute, die uns also versprechen, wenn wir nur komplett auf Erneuerbare umsteigen, dann wird alles gut, dann ist alles schick, dann retten wir die Welt. Aber das genau ist ja das große Problem. Das wird nicht passieren und es wird nicht gehen. Warum sehen wir hier, wir müssten massive Minen nochmal bauen, wo wir Lithium abbauen, wo wir eben diese Dinge abbauen, diese Rohstoffe abbauen, die wir für die Erneuerbaren wirklich brauchen würden. Das wiederum hätte massive Folgeschäden, obwohl es unrealistisch ist, dass das überhaupt möglich ist, massive Folgeschäden in den Ländern, wo das dann passiert, weil das sehr toxisch und umweltunfreundlich ist, was da dann passieren würde. Und dementsprechend sind die Klimarealisten, die also sagen, okay, das und das ist möglich, lasst uns mal realistisch sein, die werden diskreditiert, die werden letztendlich verleumdet. Die unbequeme Wahrheit, so Gabor Steingart, ist, dass Deutschland niemals deutlich mehr als 50% aus erneuerbaren Energien bestreiten wird und für die übrigen 50% auf grundlastfähige Energien, also moderne Gaskraftwerke, Atomenergie oder Kohle, angewiesen bleiben wird. Wir sehen hier diesen überragenden Anteil von Kohle derzeit. Kohle first heißt es. Also das ist die schmutzigste Technologie mit am meisten CO2. So haben wir in der vergangenen Woche etwa so viel Kohle praktisch oder so viel Strom aus Erdgas erzeugt wie noch nie seit Meldebeginn. Die fossile Abhängigkeit ist mit 66% so hoch wie zuletzt im Jahr 2017, Anfang 2017. Also wir wollen raus aus fossilen Energieträgern und der Anteil dieser fossilen Energieträger an unserer Energieerzeugung steigt immer weiter und statt dass man sagt, naja, da ist doch was falsch gelaufen vielleicht, Kalifornien hat ähnliche Probleme, höchster Strompreis in den USA, höchste CO2-Emissionen in den USA, weil man einen ganz ähnlichen Weg geht wie Deutschland. Auch dort wundert man sich über die Resultate, statt eben. Und dann sehen wir dann solche Aussagen wie, tja, hätten Union und FDP nicht seit Jahrzehnten den Ausbau der erneuerbaren Energie ausgebremst und so weiter, sieht das heute ganz anders aus und diese Aussage ist falsch, jenseits der Parteien, das interessiert mich nicht, ob CDU, FDP, SPD oder Grüne, wie auch immer, sondern es geht darum, dass ich tausende von Windkraftanlagen bauen kann, aber wenn der Wind nicht weht, dann hilft das nichts, dann brauche ich trotzdem Erdgas, brauche ich trotzdem Kohle oder eben Atom. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Wir könnten jetzt 10-mal so viele alternative Energieträger haben, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint. Und das ist jetzt in diesem Dezember auffallend häufig der Fall. Dann hilft das alles nichts. Auch das wieder jemand, der letztendlich zu den Klimahochstaplern gehört. Es ist nicht realistisch, aber die Folgen sind realistisch. Wir sehen jetzt etwa Weihnachtsgebäck, deutsche Printen und Lebkuchen. Die Hersteller dieser Waren, die sagen, nö, das macht keinen Sinn mehr in Deutschland. Die wollen entweder ins Ausland oder komplett schließen. Und so sagt jemand, Deutschland hat sich vom Fußball, so wie von allen Dingen, in denen es früher mal gut war, abgemeldet. Deutschland will keine Autos mehr bauen und keine Industrie mehr haben. Deutschland will nur noch Moralweltmeister und der Bundestrainer Böhmermann werden, das bringt das so ein bisschen sarkastisch auf den Punkt, vielleicht immerhin, es gibt Hoffnung, hier ist in den USA ein Durchbruch gelungen, hier Energie zu erzeugen, ist alles relativ kompliziert, aber hoch spezialisierte Anwendungsprozesse führen dazu, dass offenkundig extrem viel Energie erzeugt werden kann, bis das serienreif ist, wird es noch lange, lange dauern, aber vielleicht ein Hoffnungszeichen für die Zukunft, wie Steven Chapinski hier, der Energieexperte von Bloomberg, schreibt. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China und Corona. Wuhan und Israel reloaded. Gerade in Wuhan geht es wieder stark ab. In Peking geht es ab. Die Leute mit Warteschlangen vor den Krankenhäusern. Ein extremes Risiko, das Xi Jinping jetzt fährt. Jetzt wird plötzlich alles aufgemacht. Den Leuten wird gesagt, ach, Corona ist doch nicht so schlimm. Omikron ist doch nicht so schlimm. Das ist natürlich ein immenses Risiko, wenn jetzt die Dinge aus dem Ruder laufen sollten, denn die Leute haben keine wirkliche Vorbereitung, die saßen oft in Quarantäne, waren abgekapselt von den anderen. Jetzt trifft man sich wieder, jetzt dürften die Krankheiten massiv nach oben gehen. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, der Euro hat Krebs, die EZB hat total versagt, das sagt Thomas Mayer, einer der besten Menschen, die wir haben in diesem Land, wenn es darum geht zu erklären, was derzeit eigentlich der Fall ist. Das ist ein Interview, dass mein Kollege Georg Kagenicht und der Herr Mutlak geführt haben mit Thomas Mayer. Absolut sehenswert, meine Damen und Herren. Bitte schauen Sie sich das an.
Wenn Sie wissen wollen, was der Fall ist, unaufgeregt in seiner Art, ist der Thomas Meyer einer der Besten, wie gesagt. Und dann abschließend noch ein Hinweis. Am Donnerstag, ist noch ein bisschen hin, 19 Uhr, werden wir sprechen mit Thomas Mittelhoff, dem ehemaligen Bertelsmann-Chef, ehemaligen Karstadt-Chef, dann in den Knast gegangen. Jemand, der also weiß, wie es ganz, ganz oben aussieht und ganz, ganz unten aussieht. Und das sind meistens die interessantesten Menschen. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Er hat zugesagt, freue ich mich wahnsinnig. Ich packe Ihnen schon mal den Link, den Live-Link für Donnerstag 19 Uhr unter das Video. Also zwei Artikelempfehlungen und Boom und Bust-Link. Jetzt sage ich Servus, ciao.